Nanu, wer bist du denn? Ich bin der kleine Stern. Aha, und was willst du hier? Rede! Nun, bin ich hier richtig auf dem Mond? Ich will nämlich zum Mond. Ja, da bist du richtig. Ja, wunderbar. Ich habe nämlich gehört, dass man von hier aus zur Erde kommen kann. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Du willst zur Erde? Aber du bist doch ein Stern. Also wirklich ein Stern, der zur Erde will. Ja, ich will zur Erde. Das ist mein größter Wunsch. Es scheint dir wirklich ernst zu sein. Ja, aber mit wem habe ich denn das Vergnügen? Wer bist du denn? Ich bin Rabia, die Mitternachtshexe. Mitternachtshexe? Ja, aber wechseln wir das Thema. Ich könnte dir helfen. Was, wirklich? Ja, ich könnte dich zur Erde befördern. Aber das kostet dich was. Nun, ich bin ein Stern, noch dazu ein sehr kleiner und habe kein Geld, noch nicht mal Sternenstaub. Wie soll ich dich da bezahlen? Nun, wie du siehst, bin ich angekettet. Ja, warum eigentlich? Das tut nichts zur Sache. Wenn du mich befreist, dann werde ich dir helfen. Kannst du mir nicht erstmal sagen, was du verbockt hast, weswegen du angekettet bist? Nein, das geht dich nichts an. Ja, gut. Ja. Also, wenn ich dich befreie, dann hilfst du mir, zur Erde zu kommen? Ja, Ehrenwort. Hexenehrenwort. Also gut. Dann will ich mal mein Bestes geben. Na, wunderbar. Ich glaube, da kommen wir zwei doch in ein Geschäft. So, dann helf mir, alten Hexe, mal. Und befreie mich von diesen blöden Ketten. Und du hilfst mir wirklich? Also, tut mir leid, wenn ich so frage, aber ich bin halt ein bisschen misstrauisch. Ich habe dir mein Ehrenwort gegeben. Mehr kann ich dir nicht geben. Stimmt auch wieder. Also, was ist jetzt? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Obwohl, doch eigentlich schon. Aber ist egal. Das gehört jetzt nicht hierher. Befreie mich oder verschwinde wieder von meinem Mond. Du kannst es dir überlegen. Also gut, ja. Ich will ja was von dir. Dann befreie ich dich mal. Oh, das ist aber ganz schön schwer, du. Ja, es hat niemand gesagt, dass es einfach wird. Versuch nochmal. Ja, Moment. So, jetzt habe ich es. Ja. Ja, wie wunderbar. Nach 50 Jahren bin ich endlich wieder frei. So. Und jetzt kommen wir zu dir, mein kleiner Stern. Ja, bitte. So, dann sieh her. Hier ist deine Fahrkarte zur Erde. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Nein, warum? Das ist doch ein Käfig. Ja, aber ein magischer Käfig. Du musst nur hineingehen und dann wirst du auf den schnellsten Weg zur Erde befördert. Du kannst mir glauben, eine andere Möglichkeit für dich als Stern gibt es nicht. Für mich übrigens auch nicht. Moment. Langsam. Vergiss, was ich gesagt habe. Tschüss dann. Moment, halt, warte. Was denn? Ich brauche da nur reingehen? Genau. Der Rest erledigt sich von selbst. Na dann wünsche ich dir eine gute Fahrt. Danke. Also komisch ist diese Mitternachtshexe Rabia. Naja, mir soll's gleich sein. Hauptsache, ich komme zur Erde. So. Na, dann will ich
mich mal reinsetzen. So, und Türe zu. Na, dann kann es ja losgehen. Oh, na du. Oh Gott, halt, Moment. Ich wollte eine Fahrkarte zur Erde und keine Karussellfahrt. Hui, das Ding, das dreht sich aber schnell. Oh Gott. Wie gut, dass wir Sterne keinen Magen haben, sonst würde ich mich jetzt übergeben. Guten Flug. Das hat ja wunderbar geklappt. Und ich werde als nächstes zur Erde fliegen. Und dann kann ich endlich wieder meinem Gewerbe nachgehen. Allen Menschen unter 18 Jahren, besonders den Kindern, Albträume schicken. Tja, wie schon gesagt, Mitternachtshexe. Die Erde wird zu einem Ort des Grauens. Durch meine Albträume. Und wer ist schuld daran? Der kleine Stern. Hervorragend. Außerdem wird der kleine Stern es nicht lange auf der Erde aushalten können. Er wird wahrscheinlich sterben. Schließlich hat er auf der Erde keine Möglichkeit, die Energie von seinem Planeten zu bekommen, um sich wieder aufladen zu können. Na, dann habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wunderbar. Na, dann will ich mal los. Unwissend und ohne jegliches Behagen flog der kleine Stern direkt auf die Erde zu. Es fühlte sich so an, als würde sein größter Wunsch endlich erfüllt werden. Zur selben Zeit auf der Erde, im Turm einer alten, abgelegenen Burg, forschte mal wieder Professor Petersen. Hauptsächlich erforschte er Planeten, Sternen und Sternbilder. Auch jetzt stand er wieder vor dem Fenster und schaute durch sein Teleskop, in der Hoffnung, mal wieder was Interessantes zu sehen. Ja, dann will ich mal schauen. Was? Nanu, was ist denn das? Das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Spinn ich? Nein, es ist wahr. Wahrhaftig, ein richtiger lebendiger Stern ist mir da vor die Linse gekommen. Nur wenige Kilometer von hier entfernt. Wunderbar. Es gibt sie also doch, die lebenden Sterne. Wahnsinn. Moment, da muss ich erstmal meinen Koffer raussuchen. Das ist nämlich kein normaler Koffer, sondern ein besonderer Koffer. Denn in ihm steckt eine Menge Elektronik. Da ist er. Ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr ausprobiert, aber er müsste noch funktionieren. Das werde ich gleich mal austesten. Denn dieser Koffer